Schön atmen dabei, Schultern locker lassen. In seinem Falle war klar, dass wir mit der Standardtherapie nicht weiterkommen. Es fing an, dass ich nach 10 Meter Laufen kurzatmig war und eigentlich fertig war und mich setzen musste, um erstmal wieder zur Luft und zu Atem zu kommen. Die Ursache hat sich im Computertomogramm schnell herausgestellt. Es war eine massive Verstopfung beider Lungenarterien mit viel Gerinnselmaterial in der Lungenstrombahn beidseits. Das hat gleich geführt zu einer Vergrößerung des rechten Herzens und zu einem Lungenhochdruck, was bekanntermaßen eine der schwersten Komplikationen bei diesem Krankheitsbild darstellt. Ich wusste nicht, was es bedeutet, eine Lungenembolie zu haben. Und dass es ein echt kritischer Zustand ist, war mir nicht so bewusst. Lungenarterienembolien werden genau wie die Thrombosen durch eine Blutverdünnung behandelt. In seinem Falle war klar, es muss mehr gemacht werden. Entweder sollte das Gerinnsel durch eine besondere Form der Blutverdünnung, Thrombolyse, wie wir sie nennen, angegangen werden, was natürlich auch höhere Blutungsrisiken mit sich bringt. Oder im Idealfall das Thrombusmaterial verschwinden lassen. Und dafür gibt es seit nicht langer Zeit eine interventionelle Methode, eine Kathetermethode, indem man mit einem dicken Schlauch durch die rechte Leistenvene, durch die rechte Herzkammer hindurch bis in die Lungenstrombahn gelangt und dort diese Gerinnsel absaugt. Dass ich nach dem Eingriff am nächsten Morgen schon wieder laufen konnte und mobil war, das war faszinierend. Und seitdem geht es von Tag zu Tag besser. Nach der Absaugung der Thromben konnten wir Herrn Herrmann auf die Telemetriestation verlegen. Das ist eine normale Station, wo sich die Patienten frei bewegen können, aber der Herzrhythmus wird fernüberwacht. Somit ist die Gefahr einer tödlichen Rhythmusstörung extrem minimiert. Ich konnte wieder laufen. Ich konnte langsam auch wieder am Tisch frühstücken und musste nicht im Bett frühstücken, weil in der Intensivstation durch die ganze Kabelanbindung, die sie haben, kommen sie aus dem Bett nicht raus. Und dieses mobile Gerät gibt Lebensqualität. Herr Herrmann ist jetzt erfreulicherweise soweit, das Krankenhaus zu verlassen. Und er geht in die Anschlussheilbehandlung und wird hoffentlich bald wieder anfangen zu arbeiten und wieder normal zu leben.